Willkommen zurück bei Welt der Wunder. Computer werden ja immer schneller, aber auch immer kleiner. Leistungsfähige PCs sind inzwischen schon in Walkman-Größe zu haben. Doch ein ganz banales Problem bereitet den Entwicklern immer wieder Kopfzerbrechen. Die Tastatur. Noch immer ist sie zu groß und zu sperrig, denn schließlich brauchen die Finger ja Platz zum Tippen. Ein deutscher Ingenieur hat dafür jedoch jetzt eine geniale Lösung gefunden. Sie sieht so abenteuerlich aus, dass sie im nächsten James-Bond-Film auftauchen könnte. Die Erfindung eines schwäbischen Ingenieurs. Carsten Mehring hat einen Datenhandschuh entwickelt, der die Computertastatur überflüssig macht. Mit seinem Schreibmaschinenhandschuh kann man alles schreiben, überall, schnell und unbemerkt. Die Idee dazu kam Dr. Mehring mittags auf dem Weg zur Kantine. Der Fußmarsch über den weitläufigen Campus seiner Heimatuniversität Stuttgart kostet ihn wertvolle 15 Minuten. In dieser Zeit würde er viel lieber E-Mails und Geschäftsbriefe schreiben. Mit den normalen mobilen Computern eine umständliche Angelegenheit. Die Tastatur ist zu sperrig. Carsten Mehrings Lösung ist ebenso einfach wie genial. Jeder Buchstabe einer Tastatur hat auf seiner Rückseite einen elektrischen Kontakt. Mit einem Draht verbindet der Ingenieur den Kontakt der Tastatur mit den Fingern eines Handschuhs. Auf jede Fingerkuppe klebt er einen Kupferkontakt. Wie beim Zehn-Fingersystem ist jedem Finger mit seinem Kupferkontakt der entsprechende Buchstabe zugeordnet. Der rechte Zeigefinger beispielsweise ist für das F zuständig. Sobald der Zeigefinger den Daumen berührt, erscheint F. Weil sich an jedem Finger mehrere Kontaktplättchen befinden, steht das komplette Alphabet zur Verfügung. Drähte und Handschuhe sind mittlerweile verschwunden. Die neueste Version besteht aus Fingerspiralen mit Funkverbindung, Headset und tragbarem Computer. Mit etwas Übung lassen sich überall und in jeder Lebenslage Briefe schreiben, Dokumente abspeichern und E-Mails versenden. Mit dem mobilen Büro kann Carsten Mehring sogar in der Öffentlichkeit arbeiten, ohne dass jemand entdeckt, was er gerade tut. Die Fingerspiralen haben über eine Uhr ständig Funkverbindung zum tragbaren Minicomputer. Bild und Text gelangen zum Headset und über einen Spiegel auf die Netzhaut. Der Computer ist so leistungsfähig wie jeder herkömmliche PC. Nur zur Entspannung muss man irgendwann einmal die neue Hightech-Entwicklung abschalten. Seinen Schreibmaschinenhandschuh hat Carsten Mehring übrigens in den USA zum Patent angemeldet. Er sucht allerdings noch nach einem Hersteller.